Mine ist cool. Wo hast du das denn? Das war sein Ulti. Oh mein Gott. Hey Leute, beide willkommen zu einer Folge von Denk Tank. Zusammen Denk mit Denk. Stan Denk und zusammen mit Wookie. Denk Tank. Denk Tank. Denk Memes. Denk Memes jetzt einblenden. That's not even a scary costume. Oh my God! Denk Memes. Welche willst du haben? Irgendein Kind, was tanzt in Fortnite? Ja. Yeah. In diesem Spiel geht es um Panzer. Panzer sind immer gut. Wow. Es geht um Rohre. Dicke Rohre. Der erste Spielmodi heißt wie heißt der? Kristallbeschützer. Kristallbeschützer. So, kennt bestimmt der eine oder andere den Modus ungefähr. Wir haben Kristall, die Gegner haben Kristall. Wir müssen uns beschützen. Ja, wie ihn fordert. Und die Gegner schon kaputt machen. Let's go. So, also es gibt auch ganz verschiedene Panzer. Sand und ich haben denselben und Puki zum Beispiel hat so einen blauen, der hat eine ganz andere Fähigkeit. Der hier oben wollte sich im Gras verstecken. Aber, oh Gott, der ist richtig. Oh mein Gott, wie viel hat er noch? Okay, der ist, glaube ich, verschwunden. Ich komme zur Hilfe. Thanks. Hab ich nicht gemacht. Die Umgebung ist auch zerstörbar. Da die Kisten. Bam, 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 bam. Wie in Fortnite. Wie in Fortnite. Ist taktisch ganz geil, ich hab das komplett verschwendet. Aber taktisch ist es schon ganz gut, Sachen kaputt zu machen. Ich bleib mal ein bisschen hinten, macht immer die Offensive. Ja. Aber der ist verpufft. Ah ne, wenn die sterben, verpuffen die. Anscheinend. Wenn die sterben, verpuffen die. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Oh mein Gott. Ich hab, das ist schon der erste Runde gerade. Ja, nee, ich hab glaube ich schon 2 Stunden Spielzeit in diesem Spiel. Aber ist mir jetzt aufgefallen. Oh mein Gott! Oh, ich bin gestorben, nein! Dafür haben wir die Katapult hat aufgegeben. Katapult hat aufgegeben. Boah, Stan macht richtig viel Schaden. Ey, lass uns das. Komm, wir machen hier Zeug kaputt. 2 Minuten schaffen wir. Ja. Machen wir Zeit, ja. Ich hab noch mein Ulti. Soll ich das auf Gegner hauen oder eher auf Strukturen? Gesalt, auf Gesalt. Okay. Hab einen. Schön. Oh. Nein, also, Katapult kann einfach in die Mitte spenden und dann kriegt ich Gesalt und so. Ich mein Special mal drauf gehauen, das hat viel Schaden gemacht. Der hat nicht. Schade. Ich zieh mich ein bisschen zurück, aber noch einen so einen Push und wir haben's. Schön, okay, Stan. Schön, Stan. Schön. Stan? Okay, noch eine Minute. Ein einziger Push. Oh, jetzt haben wir es. Okay, du kannst mit Mortar über die. Come on, wir haben es gleich. Noch ein Hit. Komm! Yeah! Yes! Mann. Schön! Easy! Haben wir das erste Mal geschafft? Lebenszeit gespart. Hey, 50%, Alter. Zu Recht MVP. So, und immer wenn man gewinnt, kann man sich Kisten holen, die kosten. Hey, ich hab 200 Gems. Oh, du kannst jetzt gleich Kisten, weil ich hab auch noch vielleicht was. Eine Tech-Chips-Truhe kann ich auch noch machen. Oh, ich hab eine epische Kiste gekriegt. War nicht schlecht. Ist da was Geiles drin? Hattet ihr schon mal eine? Ich mache eine Tech-Chip-Kiste auf. Glaub, oh. Wollt doch ja. Da sind legendäre Teile drin. Ich hab grad 12 legendäre Teile gekriegt bei einem. Ich nehme den pinken. Wir sind die Pink-Squad. Ich nehme auch Pink. Sehr gut. Team Pink. Team Buschfeuer. 3 Rohre. Ist besser als 1 Rohr, aber das Rohr ist gut. Wir haben übrigens auch für die anderen Videos aufgenommen, wo wir auch über Rohre geredet haben. Besonders bei Stan haben wir sehr viel über Rohre geredet. Guckt auch mal vorbei, wenn ihr wollt. Die sind am Ende irgendwo verlinkt. Gut, wir müssen jetzt Gegner töten und die Ehrensterne von denen einsammeln. Ja, desto mehr Sterne, desto mehr Ehrenmann ist man. Okay. Wie im echten Leben, Leute. Dann wird das getryhardet. Ja. Okay, und meine Klasse kann keine Wände kaputt machen, aber die kann dafür ein Geschütz beschwören. Das ist auch ganz gut. Ja. Schaff mal ein. Wozu kann man eigentlich die Sterne am Anfang sammeln? Die bringen gar nichts. Geben die keinen Punkt? Ja, irgendwie nicht. Ich habe 1 Stern, obwohl ich schon 2 Sterne gesammelt habe. Okay, Puki ist aktuell der Ehrenmann hier. Stimmt. 3 Sterne. Also du weißt auch, wenn du stirbst, gibst du die Ehre ab, ne? Ja, okay. Ehre genommen. Lass mal gucken, wer der Ehrenmann ist. Ich bin so ein Ehrenmann, ich spam jetzt ein cool Emoji. Hey! Verdammt, ich weiß 2 Ehrensterne, danke. Wie wir gestackt sind, ne? Nicht stacken. Eigentlich ne, geht sind mega doof. Hinten rum. Geschütz. Der eine ist AFK. Der Willi. Mein Geschütz holt sich jetzt. So dumm, das Geschütz jetzt zu platzieren. Oh, jetzt hat er das Geschütz in den Kill. Oh, ich hab hier einen Zweikampf. Oh, ich komm. Da hab ich. Oh, Alter, schön. 4 Sterne. 3, okay, Puki führt. Ja, bin ja auch ein Ehrenmann. Ja, klare Sache. Ich jetzt alle einfach den einen Hand von den Typen. Ja, Willi! Come on, wer will den Kill? Wer kriegt den Kill? Ja, nein! Ja. So, da ist schon wieder der Nächste. Der steht dann einfach AFK rum. Ja. Nein, ich will den! Und mein Geschütz hat den geholt. Wenn mein Geschütz anholt, krieg ich keinen Kill. Wie dumm ist das denn? Ich platziere es mal hier, es macht mir zu viele Kills. Hat mir zu viel Ehre, das Geschütz. Ey, wo sind die ganzen Gegner? Wir zerstören die ja komplett. Oh, jetzt bin ich tot. Shit, ich hab alle meine Sterne verloren. Ja, ich hatte 7 Sterne. Ja, cool. Die gewinnen jetzt noch. Und im Busch ist man natürlich unsichtbar, deswegen muss man so ein bisschen schätzen. Ah, okay, wo sind wie die Gegner? Wie in Fortnite. Wie in League of Legends zum Beispiel. Ist ganz geil eigentlich.
Also die Entwickler haben sich schon echt was dabei gedacht. Ich finde am besten, dass auch das Spiel nicht voll mit Werbung ist, wie manche anderen Handyspiele, jo, wo man nach jeder Runde eine Werbung sehen muss. Ne, manche Spiele kriegst du so viel AIDS-Werbung, kommst du kaum durch das Spiel, ohne den Werbeclip zu gucken. Ich werde jetzt kein Spiel erwähnen, aber manche sind so schon echt super. Ich erwähne nur so ein Kick-Buddy-Game. Ja, ja. Heiß, ich habe jetzt vier. Nein, Spooky, der Ehrenstern. Bist du nicht gestorben? Bin der Ehrenstern, schon wieder ein. Aber ich habe ja meistens Mal gestorben. Spooky ist der Ehrenmann. Wir müssen schaffen, dass Spooky noch stirbt. Ich will auch sterben. Noch ein. Spooky muss sterben. Okay. Okay. Spooky MVP. Ich muss auch den MVP bekommen. Ja, verdient. Ja, 12 Sterbenstern, ich habe nur 6. Zu Recht. Und... Ey, ich hab auch Buschfeuer. Nice. Eins. Buschfeuer ist aber nicht so geil, ist das Ding. Ich habe jetzt Buschfeuer Stufe 2. Also mein Lieblingstank ist wirklich der Anfangstank, weil der echt einfach solide ist. Der kann alles. Die Gegner haben auch nur Standardpanzer. Aber es ist ein YouTuber. Meth-Killer. YouTube hieß der. Oh, ja okay. Wahrscheinlich nimmt er auch gerade auf. Jam-Kampf. Let's go. Jam-Kampf. Jam-Kampf. So. Wer ist der Gem-Master? Stimmt. Wie funktioniert der Modus nochmal? In der Mitte spawnen Gems und die müssen wir aufsammeln, ne? Ja. Einfach nur aufsammeln und wenn du stirbst, dann verlierst du die und dann kannst du die wieder aufsammeln. Krieg ich für einen Kill auch einen Gem oder eher nicht so? Nee. Okay. Aber du lässt deine Gems fallen und dann kann jeder... Und irgendwann am Ende sind so viele Gems unterwegs, dann sind die halt... Das ist meine Klasse ja voll schlecht für den Modus eigentlich, oder? Meinst du? Als der Fernkämpfer mit dem Mörser? Nö. Ja gut, klar, ja, da musst du nur... Ja, als Team dann in Kombination passt es eh. Da das ein Teamgame ist und du dich voll auf die Team konzentrierst, nicht auf den eigenen Egoismus. Ich habe gerade 2 Gems eingesammelt, obwohl die für euch viel besser von der Position. Ja, ich bin kompletter Teamplayer. Komplett feier ich Teamplayer. Oh. Ist mir wichtig. Oh, die 2 sind im Busch. Bam, schön. Ah, einer ist down. Wir haben halt keine Gems. Es lohnt sich gar nicht, die zu töten. Ja. Ja, ja, im Prinzip ist am Anfang noch alles so sachte, weil zum Schluss sind so viele Gems auf dem Feld. Das ist eine Mine. Oh mein Gott. Wie viel Schaden machen die Mine? Ich hatte gerade 2500 Leben fast. Ist hier so viel. Bam. Ja, ist ja nur die Hälfte eigentlich. Oh, ich bin auch gestorben. Oh, oh. Ja, lass uns den Fokus in der 6 hier links. Ja. Da ist eine Mine. Lauf mal nicht mehr rein. Ja, smart ist es halt, wenn man wirklich viele Gems holt. Alles holt, holt. Komm, wir holen die in der Mitte, oder? Der 6 ist gestorben, ich fresse eine Mine. Oh, doch nicht. Aber ich hab die doch gefressen, aber alles gut. Ich meine, die sind gar nicht so schlecht. Nee, das sind die besten Gegner, die wir heute haben. Zumindest in meiner Aufnahme. In Pookies Aufnahme hatten wir einen, der irgendwie Level 2 Milliarden war, der irgendwie einen legendären Panzer hatte. Ja, diese legendäre Panzer. Ja, das war ziemlich krass. Ja. Ich werde MVP, ich bin der Beste. Mama, schau zu! Mama, schau zu! Ich habe 11 Gems! Ja, aber den können wir eh keine mehr sammeln. Also jetzt einfach überleben. Ja, das hau einfach ab. Ja, die gehen voll auf Kamikaze. Mehr können die auch nicht machen. Easy! Varo 13! Bin ich MVP, bin ich der Beste? Ja. Hab ich was erreicht im Leben? Mit 4 Kills. Na gut. Eine Runde, jetzt bitte. Capture the Flag. T-Ball, auch gut. Yeah. Perfekt. Nice. Das ist der Fußballmodus. Welche Panzer habe ich denn schon gezeigt? Ich muss den Nahkampfpanzer zeigen, theoretisch jetzt. Ich hasse ihn, aber. Also. Ha, komm, dann zeige ich alle 4 Panzer, die ich aktuell habe. Es gibt noch mehr Panzer. Zeige ich euch gleich vielleicht mal. Es gibt noch legendäre Panzer, aber da muss man, glaube ich, entweder richtig viel spielen oder optional Geld für ausgeben. Aber theoretisch hat jeder Panzer seine Vor- und Nachteile. Also jeder Panzer hat schon irgendwie Sinn. Ja. Vor allem, wenn man ja nicht alleine spielt und als Team, kann man dann schon irgendwie so einen Low-Panzer spielen, der dann aber eigentlich. Ja, ganz man gut kann ist. Auch die Panzer gut mixen. Kombination, ne? Ja. Ja, stimmt. Gerade, ich glaube, wenn man es mit Freunden spielt, ist schon sehr gut. Da hat einer einen dicken Panzer, Leute. Ja. Der ist grün. Oh, der hier unten? Oh, der ist voll schnell. Der ist schnell und der hat auf jeden Fall eine Menge AP. Der hat einen Punkt gefasst gemacht. Oh! Das war echt auf der Linie. Was war das denn für ein Speedy Gonzales? Ja, wer den Ball hat, kann ich schießen. Ich hab den Ball und sneak mich gerade oben vorbei. Nice. Stan ist da, um mich zu beschützen. Nach. Aber der Typ hier ist heavy. Ich werf ihm mal den Ball zu. Oh, nicht geschafft, schade. Hat er einen Flammenwerfer? Ja, der hat einen Flammenwerfer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der lebt aber, der hat nicht mehr viel Leben. Den holen wir jetzt. Come on. Ja, schön. Nice. Stan macht ein Tor? Nee, ne? Ja. Doch. Schön, Stan. Schön. Okay. Fußballmodus ist mein Ding, ey. Jetzt haben wir eine Mine hier vorne. Direkt hier da an diesem Engpass. Die müsste gut ballern. Oh, der ist auch gleich tot. Schön, ich hol nochmal den Ball. Aber der Flammenwerfer ist heavy, schön, schön. Einen habe ich, aber HP, oh mein Gott. Oder so, ne? Was? Ja. 1000 hat er, glaube ich. Der soll den Ball fressen. 4000. Er hat den Ball. Ne, 4000 ist zu wenig, der hat mehr als 5000. Ja, ja, 7000. Der hat nicht mehr viel? 7000? Ja, ey, gegen den Ball zu werfen ist so stark. Okay. Ja, gegen den Ball zu werfen, ja, dann können die nicht so viel. Yes, Tor gemacht, okay. Nice. Ich werde hier eine Mine hier vorne. Schauen wir gleich mal, wie viel der hat. Ich hole gleich den zweiten. Oh, ich kann heilen. Das ist fertig. Oh, okay, es geht. Schön. 7040 hat er tatsächlich. 7000! Ja. Jesus.
Der Nahkampf fand ich echt ganz geil. Ich mag ihn auch inzwischen. Die Mine ist cool. Oh, was war das denn? Das war sein Ulti. Oh, wow. Mein Gott. Ey. Gut, die haben die besseren Panzer, aber wir machen halt die Kills und den Damage, ja, ne? Ist halt nur ein Typ, der besser ist, aber sonst sind die nicht so low. So, ich hole mir mal den Ball. Ja, du jetzt. Aber der ist halt ultra Nahkampf, deswegen ist er so schnell. Hier, der kriegt ja den Ball ab. Und der kann ja quasi. Ach, schön, das ist gut. Oh, jetzt hab ich den Ball. Oh Gott. Er hat wieder den Ball. Achtung, Achtung, Achtung. Kommt er von unten? Ja, ja, hab ich. Geht er durch. Aber das ist auch nicht laut. Schön, 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 schön. Schöne Defensive. Okay. Das Teufelsdreier. War nice und aufpasst. Teufelsdreier. Stimmt, ich war auch ein Teufelsdreier. Von Kickers. Von Kickers. Oh! Ja. Habt ihr den krass kombiniert oder sah es mir so aus? Ja, wir hatten Teufelsdreier. Das war schon zu zweit habt ihr Teufelsdreier gehabt, ja. Komm, wir blocken hier mal, dass die Gegner nicht angreifen können. Der Russe ist traurig. Denn OP-Panzer bringt ihm nichts. Oh, was ist das denn für eine Pro-Taktik hier, der Block? Alter. Das ist heftig. Keine Chance. Jetzt zerstören die komplett. Den holen wir doch. Aber das Ulti ist schon ziemlich krass. Fairerweise, wir reden miteinander, wir sind eingespielt. Natürlich sind wir besser. Natürlich sind wir besser. So. Ja, wir kommunizieren auch. So, und Dots. Einfach durch, ne? Perfekt. Haltung. Boah, jetzt. Oh, wow. Das war jetzt echt mega reagiert. Okay, ich hab ihn nochmal geholt. 6 Tore in 2-1 Minute schaffen wir. Ja, das ist cool. Ja, ich glaube, das schaffen die echt nicht. Ohne Witz. Und ich habe auch gehört, dass ganz viele neue Modi reinkommen. Also es gibt nicht nur die Modi, die es jetzt gibt, sondern nächste Woche gibt es vielleicht ganz verschiedene Modi und die werden immer geupdatet. Was auch ganz cool ist, wenn Entwickler nicht einfach nur ein Spiel raushauen und einfach gar nichts mehr machen. Können wir Teufelsdreier nochmal machen? Ja. Okay, wer hat den Ball? Komm, Teufelsdreier. Teufelsdreier. Yes. Guck jetzt zurück. Oh, mach echt. Stan, komm. Komm. Komm, ich bin oben frei. Ich bin oben frei. Frei! Ja! Ja. Der Teufelsdreier! Der Game Teufelsdreier, Leute, schreibt mal runter in die Kommentare vom Baro. Ja, okay, gut. 5, 4, 3, 2, 1. Das war eine Zerstörung. Das war eine absolute Zerstörung. Wer ist das erste Mal, wo ich Fußballmodus gespielt habe, haben kaum einen Punkt geholt. Aber jetzt. Das war eine Zerstörung. Tore, Babys. Okay, das war eine Folge von Denk Tanks. Schaut bei den anderen vorbei für coole Denk-Memes. Und Denk. Genau. Das Spiel könnt ihr übrigens auch kostenlos runterladen auf iOS, Android. Link dazu bestimmt in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.